wenn das mal nicht an Widerständler erinnert. Das sieht wichtig aus. Was denn? Ach, das Voxophon. Ja, Daisy Daisy Fitzroy. Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Tja, mal schauen. Hören wir doch mal hier rein. Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Ja, das klingt mir leider nicht Ein minder. Lockpick sollten wir mitnehmen. Was du alles erspähst aus dieser Entfernung. Ja, was Daisy Fitzroy so von sich gibt, das klingt mir irgendwie nicht minder radikal als das, was Comstock so predigt. Ich glaube, da sind beide sehr extrem auf ihre Art. Dieser Safe ist leider schon offen. Können wir da noch irgendwas rausfriemeln? Ich kann ihn leider nicht weiter öffnen. Da blinkt noch irgendwas, aber ich komme nicht wirklich ran. Na. Na. Ach, dann lassen wir die Münze eben liegen. Dankeschön, du Gute, das habe ich schon gesehen. Was wollen wir denn nehmen tun? Wir nehmen mal, glaube ich, Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und hier haben wir einen Raketenwerfer. Naja, eine Panzerfaust, wie man es nennen will. Ich glaube, den stecke ich mal ein. Tja, wie gesagt, man kann leider nur zwei Waffen tragen. Das heißt, man muss so ein bisschen entscheiden, was einem lieber ist. Viel Bum-Bum. Oder zwei Waffen, die so mittelprächtig sind. Oh. Wollen wir mal den bockenden Bronco nochmal sprechen lassen? Hallo, die Herren. Na also. Waren das etwa nicht alle? Nein. Es waren nicht alle. Hey, bleibst du? Dankeschön. Die ist so hilfreich. Sowas brauche ich im Real Life. Wirf dein Geld zu. Munition. So. Dann war das wohl hier das letzte Aufgebot und dann haben wir endgültig alles geklärt. Der hat uns noch ein paar Silver Eagle zurückgelassen. Schön. Ah, da liegt auch noch eine Kiste rum und gutes Müsli. Nein, ich bringe den Spruch nicht nochmal. Haben wir da noch was? Nö. Ach Moment, geht's da etwa auch noch rein? Ja, da waren wir ja noch gar nicht. Ach stimmt, da war ja das seltsame Ticken, das hätte ich jetzt komplett übersehen. Und hier haben wir auch noch eine Kinetosko. Who are the Vox Populi? Ja, wer sind die denn wohl? Wer sind die Vox Populi? Unzufriedene, die unsere Lebensart hassen. Die wollen, was euch gehört, ohne Arbeit oder Herkunft. Kommt zur Fliegereinheit, verteidigt Columbia. Ja. Die bösen Vox Populi. Ah, da ist wieder so ein Waffenverbesserungsautomat. Und hier gibt's Salze und Süßkram. Lecker. Die Kasse räubern wir natürlich auch noch kurz aus.
Ah, und da brauchen wir... Mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Ja, ich habe mich ja schon an der Kasse bedient. Da brauchen wir leider 3 Picks. Okay, die Tür braucht alleine schon 3. Ich glaube, wir haben gerade mal... Wir haben 4, okay. Also für den Tresor hätte es fast gereicht, aber da will ich jetzt rein. Erledigt. Sehr schön. Ja, dann müssen wir mal 4 neue sammeln. Na, komm her. Eine olle Banane, die können wir mal liegen lassen. Ich habe Geld gefunden. Ich auch. Dankeschön. Danke dir. Ah, noch ein Lockpick. Na gut, dann haben wir schon wieder 2. Oh, eine Tasche voller Geld. Das ist nicht übel. Und die Ausrüstung. Töten, um zu leben. Nahkampfexekutionen haben eine 65%ige Chance, Gesundheit zu verleihen. Was haben wir momentan? Kerngesund beim Wiederbeleben. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen die Stiefel mit. Ich werde zwar nicht so viel im Nahkampf exekutieren, vor allem nicht, wenn meine Gesundheit eh schon im Keller ist, um mich daran zu heilen. Das halte ich ein bisschen für nicht so sinnvoll. Aber es ist allemal besser als dieses volle Gesundheit beim Wiederbeleben. Oh, eine Schokoladendose voll mit Kaffee. Gut, ich glaube, wir futtern hier nicht alles auf. Aber wir schauen hier mal rein. Ach ja, jetzt können wir endlich auch unseren Karabiner verbessern oder die Panzerfaust. Tja, ich habe mir meine 2 Waffen noch nicht so wirklich rausgepickt. Also meine 2 Standardwäffelchen und die eine große, die man so ab und zu mal mit sich nimmt. Es wird noch interessanter, also ein paar kommen noch dazu. Ich glaube, ich lasse es mal. Wir haben 1400, warten wir mal ab. Aber hacken tun wir dich mal. Und wenn wir den nächsten Vigor-Automaten sehen, können wir da erstmal reinschauen, bevor wir unser Geld verschleudern. Gab es hier nicht noch irgendwo Salze? Kleinen Moment. Stand da nicht noch eine Ampulle Salz? Ja. Sehr schön. Macht uns leider nicht ganz voll. Aber könnte ja reichen. Kommen wir eigentlich da drüben aufs Dach? Nein, da können wir nicht hinspringen. Okay, okay. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal weiter zur Hall of Heroes. Der Gondelverkehr zur Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Tja, ich vermute mal, wir müssen wieder am Hebelchen ziehen. Das wird absolut fantastisch. Sie hat sich auch so einen kleinen Haken besorgt. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Prima. Tja, Elizabeth hat sich also den Haken gegriffen, der dort in der Kiste lag. Damit sie uns nun auch folgen kann. Dann schwingen wir uns mal ran. Was für riesige Statuen. Ein bisschen übertrieben. Vor allem erstmal das Material zusammenzubekommen und die bauen zu können. Und natürlich der übergroße Comstock da oben. Ah, hier geht's nicht weiter. Wir müssen an die nächste springen. So, und runter bitte. Gesucht wegen Hochverrat und Aufruhr. Cornelius Slate. Ja, dass man hier kein schönes Leben hat, wenn man sich gegen Comstock stellt, haben wir schon erfahren. Und ich bin sicher, Slate ist nicht gerade zimperlich. Der lässt es nicht bei einem Protestbrief.
schauen wir uns hier noch kurz mal um. Au. Tote Polizisten. Und ein Voxophon. Da hören wir noch mal kurz rein. Wieder mal Slate. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Ja, ich fürchte, da hat sich Comstock einmal den Falschen rausgegriffen. Jemanden, der sich wehrt. Oh. Ja, da ist die grell geschminkte Hure. Ich glaube, hier wird es Ärger geben. Oh, sie ist müde. Na komm, Lizzie, wer rastet, der rostet. Es ist schon recht beeindruckend. In früheren Versionen des Spiels waren diese Level-Areale sehr viel weiter. Das war schon fast Open-World-mäßig. Da kann man mit den Skylines wirklich von hier bis dort hinten fahren und so weiter. Also hier sind die Skylines ja leider eher so auf kleine Areale beschränkt, dass man ein bisschen im Kreis fahren kann. In früheren Phasen war das wirklich, dass die Skylines die ganze Stadt verbunden haben und dass man sich da relativ frei bewegen konnte. Da hat man ja im Spiel relativ viel noch rumgedoktert, aber darauf gehe ich später irgendwann nochmal ein. Wahrscheinlich im Abspann. Da wird es eh viel zu klären geben. Oh. Schau, Schütze, Vorsicht! Booker, hier ein Gewehr! Booker, hier! Oh, ein Scharfschützengewehr. Dankeschön, Lizzie. Dann suchen wir uns mal eine schöne Position. Um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wo ist der? Ah, da oben. Da sehe ich doch was. Hab ich nicht getroffen. Sag mal, schieße ich irgendwo gegen? Dankeschön, aber er trifft. Und er trifft verdammt gut. Wo bin ich denn zum Teufel? Ich stand doch hier. Der hat mich mit seinem Scharfschützenschuss eben mal 5 Meter nach hinten gepfeffert. Wie nett. Verdammt. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wogegen schieße ich denn hier? Der trifft mich doch auch, der Hansel. Na, schieß schon, du. Wow. Okay, jetzt könnte ich wirklich ein wenig Gesundheit brauchen. Na los, Lizzie, tu was für dein Geld. Na, endlich. Wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey unter nichts wie weg. Okay, das sind dann wohl Slates Leute, die die Halle der Huren verteidigen. Da liegt Salz, das wir natürlich mal nicht brauchen. Was ich brauchen könnte, wären Medikits. Leider keine. Wieso sitzen hier eigentlich so viele Krähen rum? Das heißt hoffentlich nicht, dass gleich wieder eine Krähe auftaucht. Oh, schön. Die dramatische Musik kündigt es an.
Das ist viel besser als Gesundheit. Natürlich nicht. Ja, super. Ich knall mich selbst mit dem Raketenwerfer ab. Ich dachte, ich hätte noch das verdammte, die verdammte Schrotflinte. Okay, zweiter Tod. Ich überbiete mich. Da liegt unser Karabiner, den wir weggeschmissen haben. Das Gute ist, wir haben jetzt wieder ein wenig Munition dazu bekommen. Nicht so kopflos, mein Freund. So. Wo ist noch jemand? Da ist noch jemand. Der hat auch sein Köpfchen verloren. Und ebenso wie der, wenn er mal stehen bleiben würde. Oh. War doch nicht schlecht. Dann komm mal her. Irgendwo ist doch noch einer. Da hinten. Na. So. Oder nicht? Na los, die dramatische Musik kann aufhören. Lizzie hat gesagt, das war's. Ach, da ist noch einer. So. Okay, jetzt war's das. Ich alter Camper. Da haben wir Geld. Und unsere Gesundheit geht's immer noch nicht besser. Ein Dollar-Bill. Ja, ich kaufe ungern was. Ich bin sicher, wir finden noch. Nein, Schokoriegel, der hilft. Ja, da wäre eine Öllache gewesen. Hätte man's gewusst. Ach, da ist wieder so ein Jockey-Dings. Ich denke mal, wenn wir die Kraft haben, dann könnten wir diese Tür hier öffnen. Müssen uns mal merken. Gibt's hier was? Nee. Da unten sehe ich aber Klimpergeld. Reichlich davon. Mehr Geld. Bitte sehr. Dankeschön. Also. So, wo haben wir noch welche erschossen? Da liegt ein Gesundheitskit. Na also. Die Tür ist dicht. Hier gibt es nichts. Dann gehen wir mal da hoch. Lizzie, du stehst mir im Weg. Da sind noch ein paar Kistchen. Und es lohnt sich doch eigentlich, immer in die Ecke zu schauen. Sehr schön. Wir sind wieder voll. Versteckt sich vielleicht zufällig ein Lockpick hier? Nee, nicht wirklich. Schade. Ich überlege, ob ich das Scharfschützengewehr behalte. Zumindest sollte ich dann die Panzerfaust wegschmeißen, weil das sind keine Waffen, mit denen man so auf 2 Meter schießt. Who needs the Power Company? Ach so, das Schock-Jockey-Werbesprüchlein. Schauen wir mal rein. Wer braucht das Elektrizitätswerk? Braucht ihr Leben einen Ruck? Versuchen Sie Fink's Shop Jockey. Oh. Danke, Mr. Fink. Ja, die Kinder sind happy. Die lieben Kleinen. Okay, Werbung. Muss ja auch mal sein. Ist da oben etwas? Oh, das ist doch eine Ausrüstung. Kommt man da irgendwie hoch? Ich schätze mal durch die Tür, die wir schon erspäht haben. Tja, was lasse ich zurück? Den Raketenwerfer oder unser Scharfschützengewehr? Da wir da reingehen, denke ich mal, das Scharfschützengewehr wird uns nicht wirklich so viel bringen. Das heißt, ich nehme mal wieder das Maschinengewehr. Und dann gehen wir da mal rein. Die Hall of Heroes. Jawohl, ja. Cornelius Slate. Der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war.
Das werden wir wohl gleich erfahren. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Okay, Elizabeth hat sich eine Leuchte geschnappt. Hier ist es auch nicht wirklich hell. Aber hier gibt's Geld. Ja, unsere Salze sind voll. Ich benutze sie, glaube ich, zu wenig.